Grüß Gott und herzlich willkommen bei Unser Land. Langsam aber sicher sind sie alle geerntet. Die Nüsse, also die Walnüsse und die Haselnüsse. Aber da fehlt jetzt noch eine, nämlich die Erdnuss. Auch die wächst inzwischen in Bayern. Aber wie schaut die Erdnusspflanze aus und wie werden diese Nüsse geerntet? Das schauen wir uns heute an und haben auch noch diese Themen für Sie. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ein Elektrotraktor, der die Sonnenenergie speichert. Könnte so der Bauernhof der Zukunft aussehen? Und seit der Rinderseuche BSE ist Tiermehl verboten. Doch jetzt darf es an Schweine und Geflügel wieder verfüttert werden. Wissen Sie, was Neophyten sind? Das sind pflanzliche Einwanderer. Und da gibt's höchst unbeliebte, wie zum Beispiel das indische Springkraut oder den Riesenbärenklau. Beide breiten sich unkontrolliert aus und richten Schaden an. Es gibt aber welche, die sind sehr nützlich und nicht mehr wegzudenken. Mais und Kartoffeln zum Beispiel. Oder diese Ackerfrucht hier, Sojabohnen. Die Sojabohne, das ist eine Hülsenfrucht und die bekommt jetzt Gesellschaft von einer Verwandten, die vielleicht auch schon bald auf unseren Feldern wachsen wird. Ihre Heimat sind die Tropen und Subtropen, doch sie wachsen auch in Niederbayern. Klaus Fleißner von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und seine Mitarbeiter haben heuer auf 100 Quadratmetern Erdnüsse angebaut. Die erste Ernte steht an. Wir sind praktisch auf der Suche nach neuen Kulturarten für die bayerische Landwirtschaft und bringen Kulturarten aus anderen Gebieten nach Bayern und schauen, ob die wachsen. Wir haben Klimaveränderung, wir wollen eine diverse Landwirtschaft und wir schauen halt einfach, was so geht. Von Entwicklung sind es gut und jetzt schauen wir halt mal, ob was dranhängt. Saattermin war der 3. Juni, die sind also jetzt 3,5 Monate im Boden. Das Saatgut hat er sich im Frühjahr aus Usbekistan schicken lassen und in die Erde gesteckt. Oh ja, schau. Da haben wir ja gute Ernte. Doch wie wird aus einer einzigen Nuss im Boden so ein ganzes Büschel? Botanisch ist die Erdnuss keine Nuss, sondern eine Hülsenfrucht, wie Erbsen und Bohnen. Alle drei gehören zu den Leguminosen. Keimt eine Erdnuss im Boden, entwickelt sich daraus eine Pflanze mit zahlreichen Blüten in den Blattachseln. Erst wenn die Blüten befruchtet werden, streckt sich der Fruchtknoten und die Fruchtstiele wandern unter die Erde. Dort reifen dann die Erdnüsse heran. Circa 100 Tage braucht eine Blüte bis zur Frucht. Wenn die Blüte dann verblüht ist, so wie hier, dann gibt es unten die Fruchtstiele und die gehen dann in die Erde rein. Und da entwickelt sie dann an der Spitze die Erdnuss. Und hier sieht man das jetzt gut, das wäre so ein Fruchtstiel. Und unten hängt dann die Erdnuss dran. Noch sind nicht alle Nüsse reif. Doch die Forscher freuen sich. Die Exoten haben sich während der 3 Monate auf dem Feld besser entwickelt als erwartet. Es wird gesagt, die Erdnuss braucht 25 bis 30 Grad, aber wir haben bei einer Bodentemperatur von 18 Grad ausgesät und sie ist gut gekeimt. Kaum zu glauben. Aber die Bedingungen waren ideal heuer. Nicht zu kalt und nicht zu nass. Haltbar werden die Nüsse aber erst, wenn sie gut getrocknet oder geröstet werden. Sonst können sich Schimmelpilze ausbreiten. Schmeckt schon richtig nussig, gell? Viel Arbeit hatten sie bisher nicht mit den Bio-Erdnüssen. Düngen war nicht notwendig, nur gegen Unkraut musste ab und zu gehackt werden. Das einzige Problem, das wir hatten, war Hasen, die selektiv auf die Erdnuss gegangen sind. Also die haben alles andere im ganzen Feld stehen lassen und haben unsere Erdnusspflanzen aufgefressen. Und dann haben wir einen speziellen Zaun rummachen müssen, um die zu schützen. Die Bilanz nach der ersten Ernte? Fürs erste Jahr bin ich top zufrieden. Und wenn wir jetzt noch an verbesserte Sorten kommen, die verfügbar sind und die Anbaumethoden verfeinern, ich glaube, dann kann das durchaus für unsere Landwirte hier Alternative sein. Erdnüsse aus Bayern, das ist doch ein Hit, oder? Was dann aber gebraucht wird, ist die passende Erntetechnik für kleine Flächen. Denn mit dem Spaten wird wohl keiner ernten wollen. Vorerst dienen die Erdnüsse nur zur eigenen Saatgutvermehrung an der Bayerischen Landesanstalt. Wichtig bei der Versuchsauswertung die Hektarerträge. Eine neue Kulturpflanze soll sich für die Landwirtschaft schließlich auch rentieren.
10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich rechne, sagen wir mal, mit einem sehr geringen Ertrag von 10 bis 15 Dezitonnen. Also wenn wir das zusammenkriegen, bin ich sehr zufrieden für den ersten Versuch. Man kann mehr erwirtschaften, aber was möglich ist, das werden wir noch sehen. Fazit: Es wird also noch dauern, bis wir Erdnüsse aus Bayern kaufen können. Bisher kommen die Erdnüsse vor allem aus China, Indien und den USA. In Europa gibt es nur in Spanien und Griechenland nennenswerte Anbauflächen. Vielleicht in Zukunft ja auch in Bayern. Jetzt schauen wir aber zurück in die Vergangenheit, in die Zeit um die Jahrtausendwende, die Zeit von BSE, der Rinderwahnsinn, der aus Großbritannien kam. Auslöser für die Krankheit war wahrscheinlich, dass an Rinder Tiermehl verfüttert worden ist. Eigentlich streng verboten, weil Rinder ja reine Pflanzenfresser sind. Praktiziert worden ist es scheinbar aber trotzdem. Um die Seuche einzudämmen, ist Tiermehl dann generell als Futter verboten worden. Auch für Schweine und Geflügel, was eigentlich ein Schmarrn ist, weil diese Tiere ja Allesfresser sind. Insekten und Würmer sind für sie eine natürliche Eiweißquelle. Aber man wollte halt auf Nummer sicher gehen. Seit 2009 hat es jetzt in Deutschland keinen BSE-Fall mehr gegeben. Und auch in anderen europäischen Ländern scheint die Seuche ausgerottet zu sein. Deshalb dürfen jetzt tierische Proteine unter strengen Auflagen wieder verfüttert werden. Für Jürgen Dierauf ist es fast noch ein bisschen zu früh, sich über die EU-Entscheidung zu freuen. Lang ist es her, dass der Mester seinen Schweinen tierisches Eiweiß gefüttert hat. Aber es ist eine Hoffnung. Man müsste es in der Praxis dann erst wieder testen. Wir haben es jetzt ja auch 20 Jahre ohne tierisches Protein geschafft. Wir haben es geschafft. Natürlich mit den einen oder anderen Problemen. Aber ich sag mal, ein Versuch ist es natürlich wert. Ungenügend erhitztes Fleisch- und Knochenmehl galt als Hauptauslöser für BSE. Die Rinderseuche hatte sich Ende der 90er Jahre von Großbritannien aus über ganz Europa ausgebreitet. 2001 wurde Tiermehl EU-weit verboten. Das Verfütterungsverbot gilt seitdem auch für Hühner und Schweine, obwohl es dort nie zu einem BSE-Ausbruch gekommen war. Ich verstehe natürlich die Vorsorgepflicht, die der Staat gegenüber seinen Bürgern hat. Und er wollte natürlich auf Nummer sicher gehen. Und darum hat er es natürlich komplett einfach verboten, damit auch durch eventuelle Vermischungen nichts vorkommt. Statt tierischem Eiweiß mischt Jürgen Dierauf seitdem pflanzliches Protein ins Futter für seine Schweine. Vor allem Raps- und Soja-Extraktionsschrot. Fehlende Aminosäuren ergänzt er durch Mineralfutter. Das sind quasi die Eiweißbausteine, die das Tier braucht, die auch wir Menschen brauchen. Und die werden teilweise halt über synthetische Aminosäuren halt zugeführt dem Tier. Da tierisches Protein jetzt wieder an Schweine und Hühner verfüttert werden darf, ist das nicht mehr nötig. Denn darin sind alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Am Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft der LFL im unterfränkischen Schwarzenau führt Wolfgang Preisinger Fütterungsversuche durch. Er begrüßt die EU-Entscheidung. Aus dem pflanzlichen Bereich kommt lediglich das Sojaprotein an das tierische Protein heran. Und die Ernährung bedarfsgerecht und auch bedürfnisgerecht für unser Schwein zu gestalten, erachte ich den Einsatz dieser verarbeiteten tierischen Proteine, wie sie offiziell heißen, schon gerechtfertigt. Allerdings fehlen ihm bislang verlässliche Daten. Denn seit BSE hat sich nicht nur die stoffliche Zusammensetzung des Proteins verändert. Früher waren ganze Tierkörper dabei, selbst Rinder. Für Schweinefutter gibt es mittlerweile auch andere Bedarfsempfehlungen. Neue Untersuchungen sind nötig. Zunächst gilt es mal, den Futterwert dieser wieder eingeführten oder wieder zugelassenen Futtermittel zu prüfen. Haben wir Effekte auf Leistungen, aber haben wir auch Effekte auf das Verhalten. Für Landwirte wird die entscheidende Frage sein, woher die tierischen Eiweiße nehmen. Denn es gelten strenge Auflagen, wie das Kannibalismusverbot. Ein Schwein frisst kein anderes Schwein. Geflügel kein anderes Geflügel. Wiederkäuerproteine bleiben tabu. Seitdem verarbeitetes tierisches Protein nicht mehr an Nutztiere verfüttert werden darf, hat es sich andere Märkte gesucht. Von den rund 1,9 Millionen Tonnen Schlachtabfällen, die in Deutschland dazu verarbeitet werden, landen um die 80% im Heimtierfutter. Ein Geflügelmehl im Heimtiernahrungsbereich kostet heute das Doppelte als vergleichbares pflanzliches Protein.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den heutigen Erlöspreisen für die Schweine das überhaupt wirtschaftlich einsetzbar ist. Rainer Berndts Unternehmen kümmert sich um die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten. Die sind seit BSE in drei Kategorien eingeteilt. Kategorie 1 ist Material mit hohem Risiko. Gehirn oder Rückenmark von Rindern zum Beispiel darf grundsätzlich nur verbrannt werden. Material der Kategorie 2, dazu zählen tote Tiere, Magen- und Darminhalt oder Ausscheidungen, werden verbrannt oder zu Düngemitteln verarbeitet. Kategorie 3 sind unbedenkliche Schlachtkörperteile, die prinzipiell genussfähig sind. Häute, Hörner oder Knochen. Nur sie dürfen zur Herstellung von Tierfutter verwendet werden. Ausschließlich daraus stellt Bernd verarbeitetes tierisches Protein her. Der Begriff Tiermehl ist seit BSE tabu. Für Schweine- oder Geflügelfutter taugt es dennoch nicht. Weil wir so viel Mischproteine haben, durch die Struktur der Metzgereibetriebe, die ja unterschiedliches Fleisch verkaufen und damit auch unterschiedliche Abfälle der unterschiedlichen Tiergattungen haben, ist eine Trennung nicht möglich. Wir fragen nach bei Mischfutterherstellern, die für den Nutztiermarkt produzieren. Statt Freude über die Neuregelung, Zurückhaltung. Die Nulltoleranz besteht einfach schlichtweg aus Sicherheitsgründen, damit wir keine Übertragung auch nur der geringsten Mengen von Geflügelmaterial beispielsweise in Geflügelfutter, von Schweinematerial in Schweinefutter hineinbekommen. Das ist in einem großtechnischen Werk, in dem mehrere 10.000 Tonnen pro Jahr durchgefahren werden, kaum realisierbar. Eine sortenreine Trennung können EU-weit derzeit nur rund 10% der Mischfutterwerke gewährleisten. Die Empfehlung von Seiten des Verbandes ist, schaut euch die Bedingungen ganz, ganz genau an, überlegt, ob es denn überhaupt geht und dann fangt an zu kalkulieren, ob eine solche Rechnung dann auch wirklich Sinn gibt. Für den Einsatz tierischer Proteine spricht der Nachhaltigkeitsaspekt. Zumindest wenn sich damit Soja-Importe aus Übersee reduzieren lassen. Doch die Menge, die dafür theoretisch in Deutschland zur Verfügung stünde, entspricht nur 4,5% des eingeführten Eiweißes in Futtermitteln. Wann und ob Schweinehalter Jürgen Dierauf überhaupt auf tierische Eiweiße zurückgreifen kann, ist also nicht klar. Auch wenn er es sich vom Kreislaufgedanken her wünschen würde. Es ist sinnvoll, dass man zukünftig auch wieder tierische Eiweiße, die einfach bei der Schlachtung anfallen, wieder einsetzen darf. Ob es ökonomisch natürlich sinnvoll ist, kann ich heute noch nicht beurteilen. Gut möglich, dass sich in der landwirtschaftlichen Praxis erstmal nicht viel ändern wird. Die meisten Schweinehalter jedenfalls haben im Moment ganz andere Sorgen als die um das richtige Eiweiß im Futtermittel. Die anderen Sorgen, das sind die niedrigen Erzeugerpreise und die Angst vor der afrikanischen Schweinepest. Und da schaut es gerade nicht danach aus, als würde sich da was zum Guten wenden. Dafür wendet sich bei unserem nächsten Thema was zum Guten, nämlich für eine Orchideenart, den gelben Frauenschuh. Der wird immer seltener in den Alpen und in den Mittelgebirgen. Da gibt es an manchen Stellen noch. Und auch am Lech im Landkreis Donau-Ries. Und damit es so bleibt, und da kommen wir jetzt zur Erfolgsstory, haben sich in Oberndorf am Lech Förster, Landschaftspfleger und ein Landwirt zusammengetan und eine besondere Rettungsaktion gestartet. Sie sollen eine Orchidee vor dem Aussterben retten. Wasserbüffel. Zusammen mit ein paar Pinzgauern grasen sie auf der Moorweide. Es ist Juni und der Biolandwirt David Hafner lässt sie noch 3 Monate hier, dann kommen sie woanders hin. Wasserbüffel heißen nicht umsonst so. Meistens suchen sie zuerst einmal ein Wasserloch, wo sie reinlegen. Dann erst einmal ein frisches Bad nehmen, kühles Bad, wenn es warm ist. Man sieht ja, die sind ein wenig dreckig, kommen frisch vom Wasser raus. Wasserbüffel gelten als genügsam und friedlich. Und jetzt werden sie Teil eines Experiments. Die Büffel sollen im Wald die Vegetation wieder so weit auflichten, dass die seltenen Pflanzen, wie zum Beispiel der Frauenschuh oder andere Orchideen, wieder genügend Licht haben. Und wenn die dann im Wald sind und sich erstmal da orientieren müssen, mal schauen, was dann passiert. Wir sind alle gespannt. Wasserbüffel im Wald. Hier sollen sie später hin. Ein Waldstück bei Oberndorf am Lech.
Wir sind auf der Suche nach den Blüten der Orchidee. Das ist der erste, eine schöne Doppelblüte. Wegen dem gelben Frauenschuh sollen die Büffel hier möglichst viel fressen. Und das ist auch Sinn und Zweck der Sache, dass sie das Dickicht unten ein bisschen frei fressen, dass es wieder lichtere und offenere Wälder gibt. Und es ist vergebene Liebesmühe, wenn der Mensch da versucht, mit Motorsäge oder Astschere hier das Dickicht zu lockern. Wenn, dann müssen wir was Gescheites machen und das werden dann hoffentlich die Rindviecher machen. Ich bin sehr gespannt. Der gelbe Frauenschuh braucht bestimmte Sandbienen für die Bestäubung. Und die Sandbienen brauchen offene Kiesflächen, so wie hier. Deshalb soll der Wald nicht alles zuwuchern. Der Frauenschuh lebt in einem Biotop, in dem sehr viele unterschiedliche, vor allem Orchideenarten eben vorkommen und die eben damit auch vergesellschafteten Insektenarten. Also insofern wird hier nicht der Aufwand betrieben, um diesen einen Stock Frauenschuh hier zu schützen, sondern um einen ganzen Lebensraum zu erhalten. Dazu zählen auch Pflanzen wie das Heideröschen und die weiße Segge. Der Lebensraum nennt sich Schneeheide-Kiefernwald. Viel lichter als ein Nutzwald. Die Fläche hier wird nicht bewirtschaftet. Sie gehört einem Wasserversorger und soll irgendwann einmal Schutzgebiet für Trinkwasser werden. Jetzt aber erst einmal eine Weide für die Büffel. Im Herbst, wenn der Frauenschuh sicher Samen gebildet hat. Und es macht auch nichts, sollten die Büffel ausgerechnet eine der seltenen Pflanzen auffressen. Wenn sie jetzt den Samenstand fressen und anschließend scheißen sie wieder wohin, das ist genau das, was wir wollen. Dann verbreiten die. Gut 3 Monate später. Auf dem Hof von David Hafner in Feldheim. Heute ist es soweit. 5 Wasserbüffel sind am Vorabend schon von der Herde getrennt worden. Gleich werden sie verladen. Es kann jetzt sein, dass gleich ganz gut gehen, Klappe auf und drauf. Oder dass wir halt 3 Versuche oder was brauchen, bis sie droben sind. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, jetzt geht's auf die neue Weide. Komm. Das Verladen klappt schon mal gut. Gehen wir. Auf geht's. Einwandfrei gegangen. Die freuen sich schon auf die neue Weide. Aber wie reagieren die Tiere im Wald? Der Landwirt hat 5 Hektar für sie eingezäunt. Das Projekt läuft über den Landschaftspflegeverband Donau-Ries und die Stiftung Lebensraum Lechtal. David Hafner bekommt eine Weideprämie von 400 Euro pro Hektar. Sogar der Landrat will zuschauen, wie die Büffel in den Wald kommen. Die Kamera hält sicherheitshalber Abstand von Stier Geronimo und seiner Familie. Peter, komm runter. Die Wasserbüffel sind gar nicht scheu und präsentieren sich den Zaungästen. Wolfssicher gezäunt. Also so wie es ausschaut, fühlen sie recht wohl schon. Und verschwinden gleich im Dickicht. Man hört es da drin knacken, man hört es, wie sie aufschaffen und nicht nur fressen, sondern auch durch Huftritt und mit den Hörnern Bäume runterziehen. Das ist eigentlich genau der Effekt, den wir haben wollen. Sind's denn? Da hinten sind's. 1 bis 2 Monate dürfen die Tiere im Wald weiden, dank einer Ausnahmegenehmigung vom Forstamt. Denn eine Weide im Wald ist eigentlich verboten. Von dem Projekt sollen am Ende alle profitieren. Wir haben Fleisch, wo wir dann vermarkten. Und wir haben der Natur was Gutes getan, die Biodiversität erhöht. Und was will man mehr? Früher hat der Lech solche Lebensräume geschaffen. Durch Kiesablagerungen bei Hochwasser, die über die Jahrzehnte zu Wäldern wurden und zwischendrin den Orchideen genug Licht ließen. Das geht heute nicht mehr. Bei Oberndorf ist der Lech wie vielerorts begradigt und eingedeicht. Und so hilft die Landwirtschaft beim Naturschutz. Für 4 Jahre ist das Projekt genehmigt. Immer im Herbst sollen die Wasserbüffel den Wald kahl fressen, damit es dann noch mehr lichte Stellen gibt und im Sommer die Orchideen hier wieder blühen. Schöne Blumen, schöne Viecherl, ein tolles Projekt, alle glücklich. Was will man mehr? Wobei,
da wird mir jetzt schon was einfallen, nämlich eine Lösung für folgendes Problem. Momentan denken viele Landwirte darüber nach, ihre Photovoltaikanlagen zu verschrotten. Der Grund dafür, wenn die vertragliche Einspeisevergütung ausläuft, dann lohnt sich der Betrieb dieser Anlagen nicht mehr. Sobald was kaputt geht, sind die Kosten für die Reparatur nicht gedeckt. Eigentlich absurd, wo wir ja dringend mehr Ökostrom bräuchten. Die ideale Lösung wäre, wenn die landwirtschaftlichen Betriebe ihren Sonnenstrom nicht einspeisen, sondern selber verbrauchen. Auf vielen Betrieben, vor allem mit Tierhaltung, ist der Bedarf groß. Da laufen Pumpen und Ventilatoren im Stall, Milch muss gekühlt werden, da arbeiten Roboter und es gibt einen Maschinenpark, der jede Menge Energie frisst. Wir waren auf einem Bauernhof, der nahezu energieautark ist. Kostenlose Sonnenenergie. Wie kann ein Milchviehhalter die nutzen? Solardächer auf Kuhställen sind Standard, aber bisher fehlt die Technik, sie im eigenen Betrieb effizient einzusetzen. Genau das will Landwirt und Umweltingenieur Franz Xaver Demmel. Sein neuer Stall ist energieautark, zumindest fast. Und nicht nur das. Wir haben einen interdisziplinären Ansatz gefahren. Das heißt, also Tierwohl natürlich an erster Stelle, aber natürlich auch darauf geachtet, von der baulichen Komponente her, dass man sehr viel Holz in der Bausubstanz einsetzt, dass wir auch, sage ich, in puncto Digitalisierung ganz vorn mit dabei sind. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Ansatz die Herausforderungen der Zukunft bewältigen können. Dazu gehört Wirtschaften mit minimalen Emissionen und mit nachhaltig erzeugter Energie statt Diesel zu verbrennen. Bei Franz Xaver Demmel kommt der Strom vom Dach. Wir haben einen Verbrauch von ca. 50.000 bis 70.000 kW derzeit und eine Produktion von über 200.000. Je mehr E-Maschinen serienmäßig eingesetzt werden können, desto mehr elektrischen Verbrauch mit regenerativer Energie werden wir auch haben und desto weniger Diesel werden wir auch verbrauchen. Der Betrieb ist weitestgehend elektrifiziert. Neben drei E-Autos, E-Futterschieber und E-Futtermischwagen gibt es Melkroboter, E-Radlader, E-Hoftrack und im Probeeinsatz einen E-Traktor. Alles läuft leise und störungsfrei. Was der Betrieb an Strom nicht selbst benötigt, wird ins Netz eingespeist. Diese Verbindung, dass wir quasi den Strom, den wir außen erzeugen auf der Photovoltaikanlage, auch im Stall entsprechend verbrauchen können. Und diese Interaktion von Erzeugung und Verbrauchung, das ist ganz wichtig. Der Betrieb Demmel ist Teil des Forschungsprojekts Cow Energy, das die TU München und die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf seit etwa 8 Jahren zusammen durchführen. Ziel ist es, den Solarstrom vom Dach intelligent und effizient den einzelnen elektrischen Geräten zuzuteilen. Höchste Tierwohlstandards und maximale Eigenstromnutzung. Voraussetzung dafür ist digitale Stalltechnik. Wir haben heute schon die Möglichkeit, sehr viel in einem Milchviehstall zu automatisieren. Was auch mit dazu geführt hat, dass sich der Strombezug vergleichmäßigt. Früher hatte man bei zweimaligen Melkzeiten große Lastspitzen, zweimal am Tag. Hoher Stromverbrauch also morgens und abends, während die Sonne aber um die Mittagszeit am meisten Strom liefert. Mit Melkroboter und Co. flachen die Lastspitzen ab. Der Strombedarf verteilt sich über den Tag. Das heißt also, wenn wir hier den Strom bestmöglich nutzen wollen, müssen wir ihn entweder verlagern, was schlecht möglich ist, oder wir müssen ihn zwischenspeichern. Das passiert auf dem Betrieb Demmel unter anderem über die Akkus der elektrischen Maschinen. Aber welches Gerät braucht wann Strom und wie viel? Das wird in 42 verschiedenen Schaltkreisen ausgelesen. Damit Melkroboter, Güllepumpe oder Futterschieber mit dem zentralen Steuerungssystem kommunizieren können, haben die Wissenschaftler Schnittstellen entwickelt, sogenannte Aktoren. Wir haben jetzt, sagen wir mal, die Güllepumpe. Die Güllepumpe hat jetzt keine hohe Priorität. Das heißt also, wenn der Melkroboter läuft, hat er die höchste Priorität. Und wenn eben nicht genug Strom da ist, weil die Sonne nicht genug geschienen hat, dann müssen wir sagen, okay, die Güllepumpe, die rührt jetzt mal nicht. Wenn jetzt aber der Stand der Gülle ansteigt, und das können wir messen über einen Sensor, dann wird die Priorität dieser Güllepumpe größer. Ja, bevor das überläuft, muss also auch diese Güllepumpe die Priorität 1 bekommen, dass er dann rührt. Welcher Verbraucher wann mit welcher Priorität mit Strom versorgt wird, ist in sogenannten Produktblättern festgelegt,
die der Landwirt zusammen mit den Wissenschaftlern erstellt hat. Für die Produktblätter wird quasi hinterlegt, okay, das und das werde ich über einen Tag verbrauchen. Dann das nächste ist drin, können wir was ausschalten, können wir etwas verschieben? Also wie viel, wann, welche Flexibilität, bis wann muss was fertig gemacht sein? All diese Daten sind dort eingegeben und die übertragen wir dann quasi in das Energiemanagementsystem. Das beste Beispiel ist jetzt vielleicht der Eisspeicher Milchkühltank, der natürlich, wenn er seinen Eisvorrat anlegt, bis zu 36 Stunden die Kühle vorhalten kann. Diesen Energiebedarf werden wir natürlich bevorzugt hier um die Mittagszeit abrufen, wenn wir auch entsprechend Sonne ernten. Das ist das Herzstück des Systems. Hier kann man 137 Kilowattstunden Strom speichern und wieder abrufen. Bei den meisten Maschinen auf dem Betrieb ist das noch nicht möglich. Ihre Akkus versorgen nur die jeweilige Maschine. Doch das könnte sich ändern. Mit der neuen Generation von E-Traktoren, wie dem Fendt E100 Vario, der hier als Prototyp im Testbetrieb eingesetzt wird. Der Fendt hat jetzt eine Speicherkapazität von 100 kW und ist natürlich für uns nicht nur als Fahrzeug wichtig, sondern auch als Speicher mit 4 Rädern. In der Stillstandzeit ist er in der Lage, so hoffen wir relativ bald, das ist ein Prototyp, dann auch den landwirtschaftlichen Betrieb mit zu versorgen. Zusammen mit den anderen mobilen Speichern, so nenne ich es mal, dann wäre es dann denkbar, dass wir 2025 eine Speicherkapazität von 500 kW etwa auf dem Betrieb haben und damit natürlich uns für längere Perioden versorgen zu können oder auch netzdienlich zu arbeiten für das öffentliche Netz. Können landwirtschaftliche Betriebe mit ihren Speicher- und Produktionsmöglichkeiten also in Zukunft Teil der öffentlichen Stromversorgung werden? Für die Wissenschaftler wäre das der naheliegende nächste Schritt. Das Energiemanagementsystem ist jedenfalls schon so konzipiert, dass es den am Bauernhof erzeugten Strom auch überbetrieblich koordinieren kann. Wir haben die Speicher, wir können Energie fast jederzeit liefern. Wir können aber auch überschüssige Energie aus dem Netz hier zuspeichern und dann quasi auch übergeordnet ausgleichend wirken. Also für jetzt eine Region, für ein Gebiet entsprechend dort arbeiten. Emissionsarm, nachhaltig, tiergerecht. Das Projekt Cow Energy zeigt, wie eine Transformation der Landwirtschaft gelingen kann. Die Kosten sind enorm hoch. Für einen normalen Milchviehbetrieb nicht zu stemmen. Aber wenn Know-how und Geld zielgerichtet eingesetzt werden, hat das Zukunft. Nur noch an 30 Tagen im Jahr braucht Landwirt Franz Xaver Demmel Strom aus dem Netz. Das Projekt Cow Energy ist also vielversprechend, steckt aber noch in den Kinderschuhen und ist auch noch nicht rentabel. So, und das war's jetzt wieder für heute. Wenn Sie unsere Sendung mal verpassen sollten, alle unsere Beiträge finden Sie immer auch im Internet unter br.de unser Land, bei YouTube oder auch in der BR Mediathek. Und Sie können über unsere Themen diskutieren bei Facebook. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Freitag wieder mit dabei sind, zur gewohnten Zeit um 7. Bis dahin, Servus und auf Wiedersehen. Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber schaut auch in die BR Mediathek. Da gibt es noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und vieles mehr.